Hallo ihr Fleur, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play No One Lives in Heaven. Wir haben beim letzten Mal die Überreste eines verbackten NPCs hier reingeworfen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir wieder zurückkommen. Haben wir uns nicht schon einmal gesehen? Ist das nicht euer Avatarbild auch als andere an euch scheint mir so vertraut? Das ist nicht nur euer Avatarbild, auch alles andere scheint bei euch scheint mir vertraut. Ich bin versehentlich hier. Eigenartig. Habt ihr etwa auf dem Klavier auf dem zweiten Kontinent gespielt? Ich habe schon oft versucht, das zu entfernen, weil das fehlerhaft ist. Aber auf mich hört ja keiner. Soll ich euch zurückschicken? Zurück zum Priester. Dann schicke ich euch jetzt zurück, doch tut mir einen Gefallen und spielt nicht noch einmal auf dem Klavier. Es ist nicht gut für das Spiel, Fehler auszulösen. Ja, danke schön. Ich habe meinen Auftrag erfüllt. Wenn dem so wäre, warum ist dann der wiedererweckte NPC nicht hier? Hast du ihn auch durch das richtige Portal geworfen? Da gibt doch nur ein Portal. Du hast recht. Selbst der dümmste Spieler hätte es hinbekommen. Aber warum ist er noch nicht hier? NPCs können sich vom Himmel aus überall interpretieren. Ich glaube, ich konnte seine Gedanken lesen. Seine Gedanken? Wie interessant. Was hat er gedacht? Ui, der Effi, das ist ja fürchterlich. Anscheinend wurde er wieder hochgefahren. Allerdings ohne die Möglichkeit, mit seiner Umgebung zu interagieren oder sie zu erkennen. Vermutlich wurden die beschädigten Teile des Programmcodes nicht nur lokal bei ihm, sondern auch auf dem Server beschädigt. Das Portal in dem Hauptmenü hat ihn vermutlich in so einer Art abgesicherten Modus seines Charakters gestartet. Und in diesem Limbus hängt er nun fest. Wie auch immer, dich trifft keine Schuld. Du hast deinen Auftrag erfüllt. Nimm dieses Gold als Belohnung. Ich werde meine Gebete fortan dem NPC widmen, den wir in der Hölle geschickt haben. Oh. Sorry. Gefällt dir No One Lives in Heaven? Wenn du es bis hierher gespielt hast, vermute ich, dass es dir Freude macht, dass du Freude hast. Kannst du dich im Kämpfen trainieren? Im Raumschiff wirst du sterben. Klar kann ich das. Bist du bereit, gegen ein paar mächtige Gegner anzutreten? Hab keine Angst, dass du sie tötest. Das sind nur Spielfiguren. Komm, hau raus. Nicht mehr wirklich viel im Level gestiegen. Weiterkämpfen. Wieder der Holzfäller. Weiterkämpfen. Attacke! Ach ja.
entspannt. Alles klar, meine Monster brauchen erstmal eine Pause. Du hast wahrlich gut gekämpft. Hier hast du 100 zusätzlich Geholzstücke. Hallo. Du bist ein Offline-Spieler, wie ich sehe. Das sehe ich genau. Was kann ich für dich tun? Besitze ein Sprachmodul? Ein meistes Sprachmodul von dem NPC mit der Maske? Ja, ich habe es mal besessen, allerdings habe ich keine Verwendung mehr dafür. Also habe ich es verkauft. An wen hast du es verkauft? Ich hatte Schulden beim Wirt in der Schenke. Er war so freundlich, sie gegen das Sprachmodul einzutauschen. Also wenn du es haben sollst, dann solltest du mit ihm sprechen. Okay, gut, dann gehen wir zum Wirt. Ich weiß immer noch nicht, wo es der Lied sein soll. Bist du der Wirt? Hallo? Oh, hallo. Immer schön, neue Gesichter hier zu sehen. Das war's für ihn. Ich komme nur zum Trinken hier. Na, okay, gut. Hübsche Schränke, was? Besitzt du ein Sprachmodul? Ja, ich habe eins gekauft. Ja, ich Idiot war sogar bereit, eine größere Summe dafür zu erlassen. Hätte ich gewusst, dass ich keine Verwendung für das Modul habe, hätte ich es gar nicht gekauft. Wenn du wissen willst, wo es ist, ich habe es in den Teich im Osten geworfen. In den oberen Teil. Vielleicht kannst du es dir noch rausfischen. Warum hast du es in den Teich geworfen? Mein Warenkorb war voll und da ich eine neue Ladung Produkte erhalten erwartet habe, musste ich Platz schaffen. Der Scheich ist ein toller Ort, unliebsame Items zu beseitigen. Bitte aber warte nicht zu viel. Es liegt schon eine Weile im Teich. Womöglich ist es schon längst kaputt. Ach, der arme Kerl. Viele haben keinen Zutritt. Ah, ich habe Zutritt. Ich muss ein Raumschiff finden. Woher weißt du von dem Raumschiff? Ich kann die Zukunft sehen. Ich komme aus der Zukunft. Ach ja? Erzähl mal, was passiert. Was passiert in der Zukunft? Das Anzapfen des Servers ist fehlgeschlagen. Zunächst einmal, es gibt kein Raumschiff. Und selbst wenn es ein gäbe, würde es gewiss nicht abschützen. Schließlich würde dieses hypothetische Schiff von Profis geflogen werden. Und jetzt geh bitte, ich hab zu tun. Jetzt geh mir nicht auf den Geist! Ihr seid alle in großer Gefahr. Welches Mädchen müssen wir auftischen? Die Besatzung wird sterben. Ich habe ja doch gesagt, dass es kein Raumschiff gibt. Also wird auch keine Besatzung sterben. Jetzt hör endlich auf, mich zu nerven. Boah, ich nerv dich. Ich kann euch als letzte Spieler und seinen Anführer selig in Ruhe lassen. Mann, verkrümel dich. Das ist mir egal. Ich jetzt hochgehen. Güte, ey. Wie komme ich jetzt da oben hin? Ich muss den Baum auf den Rauch fallen lassen. Achso, das war ja keine Schule vorher. Ich war hier gar nicht schon drin. Doch, ich war hier schon drin. Aber mit dir kann ich gar nichts machen, ne? Guck mal, hier ist so ein Topf. Kann ich da reinspringen? Hallo. Ich will nichts klauen, ich will mit ihm reden. So.
Ja, ich kann was Positives Karma tatsächlich gebrauchen. Du wirst im Raumschiff sterben. Woher raus vom Raumschiff? Und wieso sollte ich darin sterben? Ich komme aus der Zukunft. Du meinst wie der Terminator? Ich glaube, du hast so viele Filme gesehen. Reisen in die Vergangenheit ist laut Einstein nicht möglich. Boah, ihr seid blöd. Es wird abstürzen. Als erstes kannst du gar nicht wissen, dass ich einen Flug plane und zweitens würde dieser nicht stattgefundene Flug Erfolg haben. Ist die Diskussion damit zu Ende? Boah, ihr seid all dumm. Nee. Geh weg. Ihr seid blöd. Ich muss so Cities. Ja, aber der lässt mich nicht. Es gibt in der Tat eine Aufgabe, bei der ich Hilfe brauchen kann. Bei uns auf dem Kontinent ist es ein Verbrechen. Hat es ein Verbrechen gegeben. Und für die Verhandlung fehlt uns ein Schiffe. Wärst du bereit, bei der Verhandlung beizuwohnen und dem Urfall mitzuwirken? Als Dank darfst du dir eine Belohnung aussuchen. Okay, mach ich. Super, dann kann die Verhandlung ja beginnen. Wir vom zweiten Kontinent verstehen uns als rechtschaffendes Volk und heute haben wir uns hier zusammengefunden, um diesen Credo Genüge zu tun. Das Urteil selbst wird von den drei angewiesenen Schöffen gesprochen. Ich werde die Verhandlung leiten. Es beginnt die Klägerseite mit dem Startplädoyer. Wie sicherlich alle hier anwesend wissen, liegt im östlichen Teich immer mehr Müll. Nicht verwendet einzeln, Schrott, lauter Dinge, die da nicht reingehören. Nachdem ich nun aus eigener Erfahrung weiß, dass unser orangehaariger Mitbürger ein schlechter NPC ist, erhebe ich Klage gegen ihn wegen unsachgemäßiger Müllentsorgung. Wer im täglichen Leben Schlechtes tut, tut es auch in anderen Bereichen, da alle anderen Bürger des Kontinents redlich sind und bleibt nur der Schluss, dass der Orangehaarige der Täter ist. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das war das Plädoyer der Klägerseite. Wir hören als nächstes den Angeklagten. Bitte vortreten. Ich war es nicht, ich schwöre. Ich bin die ganze Zeit hier oben bei den Steinen. Ich könnte der Blauhaarigen. Den uns in Hand bezeugen. Aber er hat nichts Besseres zu tun, als mir haltlose Anschuldigungen entgegenzuwerfen und unser aller Zeit zu verschwenden. Mehr kann ich dazu sagen. Ich weiß nicht. Nun, da wir jeden gehört haben, darf der Schöpfe dem Angeklagten eine Frage stellen. Es beginnt unser Gastschöpfe. Wurde der Müll untersucht? Gab es Spuren? Der Müll, den wir gefunden haben, könnte jedem gehören. Es waren viele blaue und rote Pilze, etwas Holz, Dietriche und diverse Questgegenstände. Die Questgegenstände lassen zwar vermuten, dass es sich um Müll von den Spielern handelt, aber es könnte auch sein, dass der Orangehaarige die Items im Auftrag eines Spielers entsorgt hat. Jetzt werden die Vorwürfe immer absurder, meint ihr nicht auch? Herr Angeklagter, bitte beantworten Sie einfach nur die Frage. Wie die Klägerweise unbewusst schon mitgeteilt hat, der Müll deutet darauf hin, dass ich es nicht war. Und auch der Blauhaarige die Funde anders deutet. Nächste Frage darf der linke Schöpfe stellen. Meine Frage, sehr verehrte Anwesende, gibt es weitere Zeugen? Leider hat niemand die Entsorgung des Müll durch den Rothaarigen selbst gesehen. Doch andererseits kann auch keiner bestätigen, dass er sich nicht am Teich aufgehalten hat. Ich kann mich nur wiederholen, der blauhaarige Lügner weiß genau, dass ich ständig ohne Pause bei den Steinen bin.
Wenn er nicht so stur wäre, könnte er es auch bezeugen. Die letzte Frage darf der rechts sitzende Schöpfe stellen. Meine Lage lautet, kommen noch andere Täter in Frage? Ich kann es mir nicht vorstellen. Die Bürger des zweiten Kontinents sind ehrliche, aufrichtige Bürger, bis auf den Ragenscharigen natürlich. Es könnte praktisch jeder gewesen sein. Woher sollte man wissen, was in den Köpfen der NPCs vorgeht? Auch wenn alle nach außen hin nett sind, können sie doch eigentlich auch böse sein. Jeder, der theoretisch dazu in der Lage ist, Müll wieder rechtlich zu entsorgen, ist ein potenzieller Täter. Verdächtiger. Meine Frage, worum geht's überhaupt? Geht's wirklich um den Müll? Um diese Entsorgung vom Müll? Ist so, dann weiß ich ja, wer es war. Damit ist dem offiziellen Prozedere genüge getan. Wir kommen jetzt zur Abstimmung durch das Schöffengericht. Es beginnt der rechts sitzende Schöffe. Schuldig. Nun die Meinung des links sitzenden Schöffen. Nicht schuldig. Darf ich noch eine Frage stellen? Das sieht die Prozedur einer Standardgerichtsverhandlung nicht vor. Tut mir leid, das wäre ein Präzedenzfall. Und dafür haben wir keine Zeit. Du hättest eine Chance für eine gute Frage zu stellen gehabt. Ah, er ist unschuldig. Nachdem nun auch der letzte Schöpfe sein Urteil abgegeben hat, wird der Angeklagte für unschuldig befunden. Aufgrund der sich als haltlos herausgestellten Beschuldigung wird der Kläger als Ausgleich für diesen, für den Fall verschwendeter Ressourcen eine Woche Disinkriminierung vom Spiel verurteilt. Das Urteil wird sofort verstreckt. Was? Nun wird noch dein Timer gestellt und in exakt einer Woche die Reinkarnierung des Delinquanten. Ich lag alle abgewiesenen für die Mitwirkung. Der Fall ist hiermit geschlossen. Die Verhandlung ist beendet. Etwaige Aufwandsentschädigungen können beim bürgermeisterlichen Büro in Empfang genommen werden. Vielen Dank. Auf unserem Kontinent herrscht Recht und Ordnung. Danke, dass du an der teilgenommen hast. Ich möchte meine Belohnung. Aber selbstverständlich, hier hast du Tariflimit für Schiffen. Außerdem darfst du sofort ab das Zimmer nebenan betreten. Voll cool. Hallo, kleiner Mann. Der Streich ist wohl schiefgegangen. Du musst mir helfen. Welcher Streich? Diese Trottel vom zweiten Kontinent haben einen Raumschiffflug geplant. Sie wollen ihn zum Zeitpunkt durchführen, da an dem kein menschlicher Spieler online ist. Ich dachte, es wäre lustig, ihnen den ohnehin dämlichen Flug zu versauen. Also habe ich meine Signatur unsichtbar gemacht. Genau in dem Moment, in dem du die Burg betreten hast. Während du dann die Rätsel gelöst und den Server hochgefahren hast, hatten die Leute im Raumschiff keine Ahnung, dass du überhaupt da warst. Das war echt lustig. Keine Ahnung, was dann passiert ist, aber es wurde noch lustiger, denn wie Rolf und der Alte und du planlos durch die Zukunftskontinente gelaufen seid, war saukomisch. Und dann habt ihr irgendeine Vereinbarung mit dem Tod getroffen. Ich mag ihn nicht, deshalb habe ich euch in seinem Haus nicht belauscht. Nach eurem Gespräch fand ich mich jedenfalls wieder hier wieder. Als Baby. Du musst mir helfen, egal was passiert ist. Du musst es rückgängig machen. Fang am besten mit Selif oder Rolf an. Was ist so? Frag am besten Selin oder Rolf, was zu tun ist. Ja, aber ich kann nicht dahin. Hilfe, was soll ich machen? Ich kann nicht, der lässt mich nicht, der ist doof. Da kann ich nicht rein. Ja, wollte gerade sagen. Ich danke dir, dass du dich in der Verhandlung entschieden hast. Ich schwöre dir, ich war es auch wirklich nicht. Dafür, dass du an mich geglaubt hast, möchte ich dir etwas geben. Eine Woche später. So, ich spiele schon lange mit dem Gedanken, ein NPC-Kind zu erstellen.
um den ich mich kümmern kann. Stellt sich nur die Frage, womit das Kind spielt und schmust, wenn ich mal nicht da bin. Kinder-NPCs? Könnt ihr etwa altern? Das ist kompliziert und hängt davon ab, ob der Alterungsprozess von einer Quest vorgesehen ist. Es gibt NPCs, die altern genau wie Menschen, und dann gibt es welche, die bleiben immer jung. Oder alt, je nachdem. Tiere einsperren ist Quälerei. Was verstehst du schon von Quälerei? Von einer schwierigen Entscheidung zu stehen, so wie ich, und nicht zu wissen, was man tun soll, ist Quälerei. Als Haustier jede Entscheidung abgenommen zu werden, täglich Futter zu kriegen, geschmust zu werden, tut mir leid, daran sehe ich keine Quälerei. Mirks sehen das anders. Mirks? Sind das nicht diese niedlichen Riesenweißen? Keine schlechte Idee. Vielleicht frage ich Sally, ob er mir einen erstellt. Aber woher willst du wissen, was wir hier denken? Spieler wie du haben seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihnen. Sie wurden als Gegner entfernt. Ich komme aus der Zukunft. Klingt sehr klischeehaft und unglaubwürdig. Das kaufe ich nicht ab. Kann ich etwas zum Spielen und Schmusen besorgen? Ob das kannst, weiß ich nicht. Doch wenn es dir gelingt, einen flauschigen Fuchs aufzutreiben, würde mir meine Entscheidung leichter fallen. Okay, ich hole dir einen Fuchs. Das ist aber nett von dir. Dürfte aber schwierig werden. Füchse sind außerordentlich sture Tiere. Hallo, kleiner Fuchs. Na komm. Im Weg. Geh zu weg. Geh. Na, ein Fuchs. So. Da hast du einen Fuchs. Zum Dank bekommst du den regulären Kaufpreis eines Fuchses. Ja, da hast du viel. Weil es beinharte Armbrust. Wenn du willst, kannst du auch uns immer besuchen kommen. Jetzt ist der arme Fuchs drin. Ach, mal ja. Du. Schick dich der orangehaarige Idiot von da drüben. Falls ja, kannst du gleich wieder gehen. Was ist euer Problem? Dieser Flora-Feind da drüben hat etwas gegen die Pflanzen, die ich jüngst neben den Teich gesetzt habe. Shandy kommt darüber und brüllt sie an, damit sie nicht weiter wachsen. Ich hasse ihn. Meine Blumen haben es verdient zu wachsen. Warum behindert Brüllen das Wachstum? Das liegt doch auf der Hand. Pflanzen sind sensible und empfindsame Wesen. Genau wie Menschen, Tiere oder NPCs. Vielleicht sind sie sogar noch empfindsamer. Sie anzubrüllen ist so, als würde man einem Kind die Liebe entziehen und es ständig ausschimpfen. So kann kein Lebewesen gedeihen. Das kann ich für dich tun. Du kannst in der Tat etwas dagegen unternehmen, wenn du lieb und nett und freundlich, empathisch und offen meine Funktionen einredest, dürfte die negative Energie ausgeglichen werden. Sprich einfach mit meinen Pflanzen und erzähl ihnen was Nettes. Machst du das? Okay, mach ich. Was lieb von dir. Anscheinend gibt es doch noch nette Menschen. Gut zu reden. Was möchtest du sagen? Ihr seid wunderschön. Ja, seid herrlich. Ihr duftet gut. Etwas mit lieblicher Stimme singen. Freundlich lachen. Ihr duftet gut. Ihr seid herrlich. Ihr seid wunderschön. Die Blumen sind wunderbar gewachsen und sehen aus, als ob sie jemand gut behandelt hätte.
Meine Pflanzen sehen prächtig aus. Das habe ich dir zu verdanken. Hier, nimm etwas Gold. Zukunftsstiefel. Zukunftsstiefel. Schalalala. Die ziehe ich direkt an. Aber hat ja jetzt eigentlich nichts gebracht, ne? Also rein Fisch könnte ich das ja. Oh, hoppala. Ne, kannst du anlassen. So. Ah ja, eigentlich nichts gebracht. Ich habe ja gedacht, du musst das extra anziehen, weil sonst kannst du nicht zurück in die Zukunft reisen und keine Ahnung. Ich muss eigentlich da drüben hin, zu dem blöden Leibwächter, der mich nicht weglässt. Ich brauche Hilfe. Ich erzähle dir, was ich weiß. Ich weiß noch nichts Genaues. Hast du Tipps für mich? Okay, gut, dann rede ich nochmal mit allen Bewohnern. Gott, die will nicht mit mir reden. Warum musstest du so dumm freundlich sein? Jetzt krieg, wegen dir kriegen die hässlichen Pflanzen vermutlich nie wieder los. Du willst mir auch nichts erzählen. Willst du mir was erzählen über das komische Raumschiff? Hey McFly. Warum lässt du mich McFly? Liegt doch auf der Hand. Du kommst aus der Zukunft und ich bin ein NPC, der auf schlechte Wortspiele programmiert wurde. So wie jeder in diesem Spiel. Weißt du etwas über das Raumschiff? Woher weißt du von dem Raumschiff? Hat Silly dir davon erzählt? Wie auch immer. Von mir erhältst du keine Auskunft. Meine Fresse. Muss irgendwie funktionieren. So, da war die komische Frau drin. Na, ist die Tür abgeschlossen. Du wirst im Raumschiff sterben. Im Raumschiff? Weiß nicht, was du meinst. Außerdem können NPCs nicht sterben, selbst wenn wir besiegt werden. Ist eher so, als würde man Figuren aus von einem Schachbrett nehmen. Die Figur nimmt man dann zwar nicht mehr an der Partie teil, aber grundsätzlich schon. Sie wird ja nicht zerstört. Also habe ich keine Angst vor dem Tod. Woher weißt du von dem Raumschiff und wieso sollte ich daraus sterben? Ich komme aus der Zukunft. Ja, Mann, die erzählen mir doch alle nichts. Nein, hat er nicht. Ein Seil. Okay, ein
Seil kaufe ich. Ja, um Seil hätte ich tatsächlich schon mal gebrauchen können. Hast du keine Schuldgefühle? Was hätte ich denn tun sollen? Still da sitzen, während eins meiner Schäfchen verletzt war? Oder auf die Gefahr hin, alles noch schlimmer zu machen, etwas unternehmen? Keine Unterlagen, keine Nix. Du brauchst das da hinten. Die lässt mich nicht rein. Willkommen, mein Chef. Was kann ich für dich tun? Was weißt du über ein Raumschiff? Die alte Information fehlt nicht zu verkaufen. Tut mir leid. Produkt, Heilkrapfen. Seil kann ich verkaufen. Hast du mit Seli im Anfang gesprochen? Nein, wo finde ich ihn? Das ist jetzt noch nicht. Ja, was soll ich machen? Ich steck fest. Weitere Verhandlungen. Aktuell ist keiner anberaumt. Auf den Kontinent hat Recht und Ordnung. Das Raumschiff darf nicht starten. Du weißt von dem Raumschiff, eigentlich dürfen NPC nicht davon wissen. Beschimpfe ich das mit Sellys. Der Start fällt nicht in mein Startgebiet. Ja, ich muss dahin. Ich muss dahin. Was heißt über das Raumschiff? Ich touch deine Bilder an. So sieht's aus.
Das wird Holzfällen beibringen. Nur Holzfäller auf dem zweiten Kontinent dürfen Holz fällen. Spieler ist dies nur auf den anderen Kontinenten gestattet. Geigt. Rolf wurde auch verjüngt. Ist er etwa auch ein Baby? Das würde ich ja gerne sehen. Er ist sogar noch stärker verjüngt. Merkwürdig. Anscheinend waren die Auswirkungen von was auch immer ihr gemacht habt auf mich geringer. Ich weiß allerdings nicht, was das bedeutet. Ja, aber mir fällt halt nichts ein. Was soll ich denn machen? Der will nicht mit mir reden. Und über Reden 2 habe ich nicht. Und hier ist abgeschlossen. Mit dem Tod kann ich auch nicht drüber reden. Wieder endlich da sein. Ja, ist ein bisschen Gold. Ja. Ich muss sagen, das war's jetzt. Recht. Ich sehe, hast du ihm die Platine zurückgegeben und ganz wie ich dir vorher gesagt habe, ist er jetzt in seinem Blutgeschäft gehalten. Vielleicht hast du in einer pertinenten Weise sogar das Richtige getan. Jetzt, da er seine Erinnerung zurück hat, hat er einigermaßen sein Selbst zurückgewonnen. Auch wenn dieses Selbst nur aus Mitleid besteht. Vermutlich steht es mir nicht zu, über den Wert eines Lebens zu urteilen. Du hast es jetzt doch getan. Ich hoffe, du kannst damit leben.
weiß, wohin ich wollte. Weißt du etwas über ein Raumschiff? Ich bin eine einfache Schandpflanze. Ich weiß nichts über Raum. Wenn ich genug gut war, du solltest auch nichts darüber wissen. Lass uns lieber das Thema wechseln. Einen Drink bestellen. Ich glaube, wir machen hier einen Cut und gucken mal, ob ich es irgendwann noch mal hinkriege. Was meinst du damit? Das ist eine Arbeit für mich. Worum geht's? Was soll ich da tun? Okay. So. So, das. Aus der Zukunft. Ich meine, ist die Zukunft dieses Spiels. Was weißt du schon in der Zukunft? Ich wollte das nicht speichern. Verdammt. Na, okay, habe ich noch nicht gemacht. Vielleicht erst mit dem reden, damit ich dann mit den Dorfbewohnern darüber reden kann. Manchmal ist alles so kompliziert. Hast du ein paar Tipps für mich? Sprich mit dem Wolf. Thank you.
soll mit ihm sein? Ach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So. Mal jetzt einfach Schluss für heute. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde mit denen schreiben. Ich weiß es einfach nicht.